und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch hier einen neuen Lampen-Mod. Ja, haben wir schon nicht mehr gehabt. Deshalb hier einmal in Rot, dann in Weiß, dann in Gelb, dann in Gelb-Rot blinkend und nur in Gelb-Gelb. Boah, so, gut, letzte lassen wir uns mal weg, weil wir haben ja nur 5. Also 5. Dann schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Ne? Gucken wir mal, ihr könnt es natürlich auch theoretisch, warte mal, ich mach mal einen richtigen Bügel, hier auch hinbauen. Ne? Also das würde theoretisch hier unten auch gehen. Das ist euch überlassen, aber wir gucken jetzt einfach mal, wie das leuchtet und funkelt. So, jetzt schauen wir uns die Lampen mal genau an. Natürlich mit der Flycam. So. Einmal nach oben fliegen. Da sieht man sie. Also hier nochmal gelb. Gelb, glaube ich. Gelb. Wir gucken jetzt einfach gleich. Ne? Auch von hinten ganz gut gemacht. Auch hier wieder Kabel mit am Start. Da sieht man es ganz gut. Das muss so sein, soll so sein. Und sieht dann auch natürlich auch authentisch aus. So, ansonsten, irgendwelches Logo haben wir hier nicht drauf. Wie ihr sehen könnt, ne? Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie es jetzt leuchtet und funkelt. Jetzt machen wir mal hier eine Uhrzeit, 23 Uhr. Wir wollen ja sehen, dass es leuchtet. Check, 23 Uhr. So, also ihr seht. Warte mal, ich fahre noch ein Stück zurück. So, jetzt. Also, machen wir mal Standlicht an. Das würde jetzt so aussehen, wenn ihr nur mit Standlicht fahren würdet. Ne? So, da sieht man die LEDs auch sehr schön leuchten. Ja, genau, man sieht es im Video auch schön. Jetzt machen wir das Blendlicht an. Check. Da passiert dann nichts. Jetzt mache ich mal das Fernlicht an. Dann seht ihr diese weißen, ja, diese, das Fernlicht halt einfach, ne? So sieht man's. Genau. Ja, ist natürlich immer Geschmackssache, das wisst ihr selber, brauche ich nicht erzählen. Aber die Option ist hier da und könnt ihr dann dementsprechend so nutzen. Entweder hier oben oder unten, das ist eigentlich relativ Bockwurst. Boah, mein Fall ist es jetzt nicht. Ist halt wie gesagt Geschmackssache, gerade mit dem Leuchten hier und so, aber das müsst ihr auch selber wissen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dürft ihr das natürlich gerne machen, einfach kommentieren. Entweder hier oder aus dem Team Workshop, da ist der Mod nämlich her. Ansonsten, nee, Quatsch, ist nicht da. Er hat es nur verlinkt, man muss jetzt irgendwie auf seiner Facebook-Seite gehen. Ganz kompliziert jetzt. Ich packe euch aber den Original-Link rein, so wie es hochgeladen hat, und da dürft ihr es dann runterladen. Ansonsten dürft ihr trotzdem im Team Workshop da gerne kommentieren, wenn was ist. Ne? In diesem Sinne, knallt auf einfach, macht's gut, bis bald und adios.